Nee. Hier, ne? Genau. Und zwar bei den Öffis. Hier. Ja, wir haben den Zug. Der bringt uns halt nichts ein. Das kostet uns jetzt tatsächlich nur. Die Busse kosten uns tatsächlich jetzt auch. Ist das Bus? Nee, Bus ist hier. Das sind die U-Bahn. Okay. Aber das wird aufgefangen. Guck mal, jetzt ist gerade ein Zug anscheinend angekommen. Sehe ich aber nicht. Oder es ist so quartalsmäßig gerade abgelaufen. Ist nochmal runtergegangen. Aber die Busse reißen uns hier das wieder gut raus. Also können wir gut von leben. Dummerweise ist es halt, warum wir bei der Post, dass das gratis ist, das verstehe ich nicht. Ich meine, das Große und Ganze muss man halt immer sehen, dass man halt sagt, okay, ich habe halt die Transportmöglichkeiten, damit halt auf den Straßen nicht so viel los ist und das halt Attraktivität ist und so. Ne? Ich meine, das mache ich ja bei Transport Fever 2 ja auch. Dass ich sage, okay, ich habe halt Busse und etc. pp. Habe ich eigentlich nur dafür da, dass halt dass die Menschen in den Städten halt zum Bahnhof kommen und vom Bahnhof aus dann in eine andere oder halt dann noch weiter rauskommen in die nächstgelegene Stadt oder weiter dann transportiert werden können, weil im Zug geben sie mehr Geld aus und da habe ich meistens ja auch dann ne, mehr Profit mit den Zügen. Und dann ist es egal, ob dann in der Stadt halt der Bus halt Minus macht. Hier ist es jetzt gerade andersrum. Wir machen hier mit unseren Busstrecken tatsächlich gut Geld und auch die U-Bahn hat einen Schwenker gemacht. Und auch hier. Mal gucken. Ich denke, wenn wir eigene Linien machen. Da war gerade wieder einer. 7 nimmt er mit. Mal schnell reingucken. 1038 halt nur Minus. Haben wir 14 plus gemacht. 18 jetzt. Naja, mal gucken. Mal gucken. Aber die geben halt auch. Ich sag mal auch, ja, da kommen halt auch viele Autos bei raus. Das sind halt auch. Oh, okay, die wollen auch mit dem Bus fahren. Da müssen wir auch nochmal ran. Touristen. Also sie spülen auch sehr viele Touristen in die Stadt. Die geben natürlich auch Geld aus. Wo das steht, weiß ich nicht. Können wir auch nochmal schnell reingucken. Wir können das mit Tourismuseinnahmen. Ah, guck mal hier. Gewerbe, Nahverkehr, Parkgebiete. Also da nochmal aufgeschlüsselt, was die uns halt einbringen. An Geld. Gesamt 5600. Das ist eigentlich auch gar nicht so wenig, ne? Nicht schlecht. Okay. 1,67% sind das aus meinen gesamten Einnahmen. Okay. Aber gut zu wissen. Heißt aber auch, dass wir hier nochmal. Wo war der Bus? Liniendetails. Liniübersicht. Welche war das denn jetzt? Die letzte wahrscheinlich nicht. Aber. Ne, ganz oben. Ja. Da fahren zwei Busse. Könnte man so lassen? Mit größeren Bussen. Oder mehr Busse. Machen einfach zwei Busse mehr drauf. Machen wir mal vier. Gucken wir nochmal, ist das die Haltestelle? Ja, das ist die Haltestelle hier vorne. Die Frage, wo die alle aussteigen.
oben. Wo wollt ihr alle hin? Okay. Wo es war weiter. Wo Planeten weiter Stau? Moin. Hallo Necro. Necro Bob. Entschuldigung. Hier steigen auf jeden Fall schon mal ein paar Leute aus. Ich frage mal, ob alle ausgestiegen und hier dann auch welche nachgestiegen sind. Da habe ich jetzt gerade nicht drauf geachtet. Also, so schlimm ist es jetzt hier auch. Wenn wahrscheinlich hier, ne, viele aussteigen. Ja, auch. Viel ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, ne? Kommt aber einiges zusammen hier, ne? Wie gesagt, die Fußgänger oder überhaupt die Bewohner hier laufen auch relativ weite Strecken. Ne? Und wenn dann halt ein Bus dann auch in der Nähe ist, dann nehmen sie halt den. Ne? Wo Fahrradspur? Fahrradspuren habe ich nicht. Das ist vielleicht traurig, aber die können auch mit dem Bus fahren. Ne? Die müssen nicht mit dem Fahrrad fahren. Also Staus haben wir jetzt, ja, hier und da halt ein bisschen, aber der Bereich ist jetzt komplett frei. Da haben wir ja auch ein bisschen dann rumgewerkelt. Wird wahrscheinlich eine ganz eigene Folge werden. Aber auch hier hinten hat man, oder haben wir immer noch relativ viel Verkehr. Den hat man jetzt auch ein bisschen aufgedröselt an der Stelle. Man sieht auch hier ist noch ein bisschen viel los. Aber hier sind auch viele Kreuzungen. Da kommt einiges zusammen. Aber das meiste ist tatsächlich halt eher, ja, ja doch. Na, hier sind jetzt auch wieder Postautos zwischen LKW. Ja, doch, hier ist ein bisschen mehr Privatverkehr. Aber man sieht auch, dass der, das teils, würde ich sagen, dass sich das dann, ja, übergeht in die Hälfte Liefer- oder Versorgung etc. Ja, Polizei, Feuerwehr, was nicht alles hier rumfährt. Und dann halt Privatverkehr ist. Also, naja. Wenn die Busse so um die Ecke fahren, sieht es manchmal ganz knapp aus. Ja, die haben schon so eine ganz Eigenart drauf, hier die Autos, wie die fahren. Ja, die sind sehr gut gefedert, nennen wir es mal so. Mal jetzt bei dem LKW vielleicht. Ja, der liegt gut in der Kurve. Hm? Kurz hier auf den... Ja... Man sieht, dass sie richtig schön. Kurvenlage ist sehr gut. Kurven schneiden, kein Problem. Machen wir. Genau. So geht das. 66k Einwohner ist ja auch nichts. Kein Wunder, dass da kein Stau ist. Ich empfehle dir meinen Kanal auf YouTube. Da werden. Das ist ja auch ein Live-Let's Play. Da kannst du hier ein paar Folgen mal raussuchen. Da haben wir echt Stauprobleme. Auch hier gerade eben auch gelöste Probleme auch. Hm. Jetzt, ne? Sehr fließender Verkehr, würde ich das jetzt nennen. Aber hier wollte ich halt auch nochmal ran. Aber gut, das am Rande. Gut, was sagt denn hier? Also immer noch... Bedarf an Industrie oder besser gesagt dann auch an Bürogebiete, weil die meckern immer noch nicht, die Bürogebiete, dass denen zu, dass halt zu wenig Industrie da wäre. Obwohl, aber der, Gebäude nicht, ist dicht besiedelt im Gewerbegebiet. Ach, Gewerbe ist es. Okay. Ja, das ist Gewerbe. Aber das ist das dahin. Nicht genügend gebildete Arbeiter. Okay, wir haben nicht genügend Arbeiter in der Ecke. Das heißt, wir bräuchten auch hier nochmal eine Schule, ne? Die nächste Schule dürfte in dem Bereich schon ein bisschen weiter weg sein. Die Uni steht hier. Okay. Dann machen wir da eine Grundschule rein und
Aber ganz nach vorne. Ja, die kleine. Reicht die vollkommen aus? Könnte man eigentlich hier hinten an die Bahn stellen, ne? Jo, genau. Grundschule, Oberschule. Der hält halt die Bahn, die U-Bahn und der Bus. Also wenn das nicht gut ist. Ja, guck. Was hier los ist an dem Bahnhof. Cool, okay. Sollen wir nochmal schnell gucken? Ja. Ja. Ne, 720 gewinnt schon. Ist aber, ne, ist die Frage, wie viel? 8000 jetzt schon. 1,83%. Also wir hatten eben 6. Also der Bahnhof bringt schon relativ viele Leute hier in die Stadt. Ja gut. Müll? Kann gar nicht. Hier ist eine Müllabfuhr sozusagen. Müllumschlagsplätze. Zwei sogar. Die sollten relativ zügig auch hier hinten ankommen. Da den Müll abzuholen. Was ist das hier? Ah, Straßenmeisterei. Okay. Feuerwehr, Polizei und so weiter brauchen wir hier, glaube ich, in dem Bereich nicht. Vielleicht ein ein Krankenhaus oder halt eine Arztpraxis. Machen wir hier oder auch hier. Wir machen alles hier oben die Ecke. Ist gut. noch ein bisschen was für die Gesundheit, weil es hier zu laut ist. Hier noch die Sauna hin. Ja. Damit kompensiert man halt alles, was halt so an Gesundheit oder halt auch überhaupt solches Service-Gebäude kompensiert, Lautstärke oder halt auch andere Probleme, wo dann die Leute halt drüber hinwegsehen können dann. Das ist ja trotzdem ganz schön, zu sagen. Hast du mal SimCity 4 gespielt? Das war schon recht knackig im Vergleich zu Skylines. Ja, ich bin ein SimCity-Fan eigentlich. Leider haben sie es im letzten Teil doch recht, wie soll man es ausdrücken, nicht so gut hingekriegt. Da hätte ich mir mehr versprochen. Auch, dass man die Karten eventuell dann vergrößern kann und so weiter und. Also was man halt hier halt da machen kann, dass man halt hier noch dazu kaufen kann, Kacheln. Es müsste ja nicht 21 Teils sein, aber 2, 3, 4 Stück oder so, dass man halt wirklich sagen kann, okay, man kann sich noch ein bisschen vergrößern und dann halt auch andere Kacheln dann dazu oder andere Stadtteile sozusagen dann ausgehen und das dann nehmen. Ne? Aber ja, aber SimCity ist schon sehr, sehr geil gewesen. Sagen wir es mal so. Das zu spielen, auch das so lange gesuchtet auch. Das ist schon so Ferien draufgegangen für. Okay, haben wir auch ein Müllproblem, aber die sollten hier auch ankommen. Mal schnell gucken wegen den Müllautos. Ja, hier sind 10 Mülllaster drin und keiner ist unterwegs. Mal gucken. Hier und da. Hier ist einer unterwegs. Von 10. Hier haben wir jetzt auch keine Probleme mehr mit den Servicepunkten oder auch Bahnumschlagsplätzen. Das klappt gut. Mal nochmal auf der anderen Seite. Es klappt auch gut. Wie gesagt, ich würde die halt ein bisschen weiter nach hinten stellen, damit halt die Autos hier, falls es zu einem Stau kommt oder so, dass der Rückstau, dass die länger stehen können. Also, dass mehr Platz ist. Aber das machen wir noch. Irgendwann. wir können die Oberleitung hier wegnehmen. Ja, genau. Strommastenoberleitung, genau. Sehr gut. Platz vielleicht noch. Vielleicht irgendwas. Ach, guck mal, das haben wir ja auch noch. Das wollte ich ja auch noch setzen. Countdown-Uhr bis zum Release von City Skylines 2.
Oh, das würde hier gut hinpassen. Gerade das hier, Platz des, der Transferenz. Das ist so ein, auch so ein Übergang, glaube ich. Oder kommt man da auch raus? Ich hatte nur gesehen, dass man halt, dass die Leute da reingegangen sind, aber nicht wieder rausgekommen. Vielleicht sind die schon in Cities Skylines 2. Ne? Könnte man ja schon mal vorarbeiten, sozusagen. Das ist die Creators Library. Eine Hommage an die Modder-Community von Cities Skylines. Auch sehr nett gemacht. Sehr nette Idee. Ich glaube, was hatte das? Unterhaltung 200. Hat das Lautstärke? Nö, gar nicht. Hat aber auch einen riesigen... Oh, meine Güte. Riesigen Radius. Also wir könnten den hier hinstellen. Ja, machen wir. Stellen den hier hin. Platz des Transfers. Den würde ich gerne hier am Bahnhof eigentlich noch hinsetzen. Passt der hier? Oh nein, der passt hier nicht. Die Straße dahinter ist im Weg. Würde hier ganz gut passen, weil halt hier der Bahnhof, die U-Bahn ist und auch Bus. Schade. Wir könnten die Straße hier hinten wegnehmen. Dann könnten wir es trotzdem hier hinstellen. Juhu, machen wir. So, Mission completed. Und Fortschritt vorzuweiten? Nein. Fortschritt bei wem? Bei mir? Nein. Also wir haben ein bisschen was gebaut. Oh, guck mal. Ist ja cool. Aber wir brauchen immer noch gebildete Arbeiter, sehe ich hier gerade. Ja gut, aber ich habe ein bisschen was gemacht. Also wir haben, ich weiß nicht, genau, wir hatten hier Zuganbindung gemacht, haben auch ein bisschen geguckt, was wir an Geld machen mit den Touristen. Hatte ich dann auch noch gesehen, dass es da einen Reiter gibt. Sind wir wieder bei knappe 7000. Ah, könnte besser sein. Aber es ist halt die Frage, wie viele Züge hier auch ankommen. Oh, guck mal. Auch richtig schöne, große. Sehr viel. Oh, wow. Okay. Sehr viele Touristen. Sehr gut. Läuft. Schule haben wir hier hingesetzt. Sollte mit und mit sollte das hier dann auch laufen. Dass hier dann auch die Leute gebildet sind. Die hier wohnen, gebildet werden, damit sie hier arbeiten können. So, wir haben hier den Kamm. Ah ja, genau, ich wollte die Straße hier wegmachen. Vielleicht war ich wieder ein bisschen abgelenkt. Und die... Wir machen die komplett weg. Dann können wir hier ein bisschen Park machen vielleicht. Um das da ein bisschen schöner zu machen. Das war hier, genau. So. Ah, ich hätte noch ein bisschen rüber gekonnt tatsächlich, weil er, ja, der verbindet dann die Straße schon mit ein bisschen. Oder den Weg. Ja. Ja, genau. Können wir hier noch einen Weg rüberlegen? Brauchen wir nicht, aber wir machen es trotzdem. Und auch hier. Kommt auch einer hin. Ich finde das geil, wenn man ein Städtebauspiel kommt, welches sich sehr an realistische Optik orientiert und nicht so comic-lastig ist. Ja, vielleicht kommt da ja irgendwann mal was. Ja. Aber ich glaube, ich finde es jetzt nicht so schlecht, dass es halt so ist, wie es ist. Auch hier jetzt City Skylines 1 oder auch 2. Weil man, also ich zumindest, habe halt das, möchte halt nicht in einem, weil ich habe Real Life. Ne? Soll man nicht merken, meinen oder so, aber ich habe auch dann und wann? Real Life. Das reicht mir dann schon. Dann ist das hier dann schon so, wo ich sage, da kann ich halt reinflüchten sozusagen. Sich ablenken. Ne, halt
im gewissen Maße denn schon eine Stadt aufbauen, die eine gewisse Realität halt widerspiegelt, aber dann immer noch so aussieht, als ne, da kann man halt nicht leben. Aber gut, so jetzt mein Ding dazu. Aber warum nicht? Solche Spiele halt mit, dass halt da auch mehr Real Life ist, dass es halt so nach mehr Real Life aussieht, das wünschen sich relativ viele Leute auch, ne? Games muss aber halt auch möglichst schlechte PC laufen. Ja, gut, das kommt noch dazu, ne? Wäre toll, aber wahrscheinlich nicht wirtschaftlich, ja. Das kommt halt noch dazu, dass du halt auch einen Rechner brauchst, der halt dann auch diesen Realismus halt auch anzeigt. Es wird immer schon, ja, wir haben 2023, das hat damit nichts zu tun. Aber wenn sich nur ein Bruchteil, es geht ja darum, es muss jemand entwickelt werden. Also das Spiel muss ja gemacht werden, da fließt sehr viel Geld rein. Und die wollen das Geld ja auch wieder raus haben. Und wenn die dann gucken, auf was für einem PC läuft denn unser Spiel? Und dann wird das nur ein Bruchteil sein von Menschen oder von Gamern, die sich das dann kaufen könnten. Ne? Weil sie einfach die Systemvoraussetzungen nicht haben. Verstehst du? Ja. Was ein Real Life? Kann man das respawnen? Kann man da hier im Real Life nicht? Das ist ein bisschen schwieriger. Real Life wird sich nie durchsetzen. Hat sich noch nie durchgesetzt. Haben sich immer irgendwo hingeflüchtet. Bücher, Filme, Theater. Wenn es danach geht, guckst dir an hier. Und das natürlich, ne, das Logo von City Skylines 2, ne, ist klar. Ich wollte gerade gucken, ob da jemand hochgeht, aber der ist gut besucht, jetzt schon. Und hier haben wir auch schon Stauprobleme. Ja, hier braucht man halt so diesen Traffic Manager, wo man dann halt sagen kann, okay, pass auf. Hier ist ja schön, dass da eine Abbiegespur ist, aber du sollst hier abbiegen. Ne? Und dass der Bus, weiß ich nicht, dass man denen dann verbieten kann, dass die da drauf fahren können. Ich glaube, das gibt's auch, ne? Dass man dann Spuren auch sperren kann für Normalverkehr. Und dann würden die halt auf der zweiten Spur fahren. Okay, jetzt sind alle wieder weg. Ist nur so ein Moment wahrscheinlich, wenn hier hinten halt dann auch ein Zug ankommt, ne? Ja. Ja, ist noch keiner rübergegangen, den wir dann in City Skylines 2 wieder sehen werden. Aber okay, gut. Da könnte man noch Bäume und so weiter drumherum machen.